liebe Gäste, jetzt geht's weiter mit der Bürgermusik. Hey, Gust, pst, was? Wir sind diesmal nicht dabei. Mit der Bürgermusik. Gust. Was ist denn? Wir haben das eh gesagt, es geht diesmal nicht. Was, was heißt, es geht nicht, wenn wir jetzt machen, alle da sind? Die machen uns die fertig. Nein, Gust. Ja, das hat aber, was heißt jetzt? Ich sag das noch die mal, haben jetzt nein, da. Es hilft die Frau Landtagsabgeordnete, alles ist da. Weißt du ja was? Keine Ahnung, 20 Jahre ist gegangen, ja, 20 Jahre hat es funktioniert. Jetzt auf einmal geht es. Weißt du, weißt du auch noch scheiner. Dann tat es euch selber, wenn du schon so gescheit hast. Es geht, nein, du kannst, Gust, nein, dann ja, lass es aus. Geh weiter, Gust, du kannst ja jetzt nicht. Du, sag eines. Geh weiter. Jetzt, ich nicht. Du kannst ja nicht jetzt gehen, einfach die mich da stehen lassen. Sag eines, ich nicht. Die Haufen Leute, was du geh jetzt... Geh was, das ist ja Wahnsinn. Gust, geh weiter. Was, vierte, sowas deppert. Gust. Gust. Ja, das ist jetzt blöd. Was tue ich denn jetzt? Wisst ihr, das Ganze, das geht ja nicht von mir aus. Und ich kann ja auch nichts dafür, aber wir können das mal wirklich nicht. Die haben gesagt, sie machen uns fertig, wenn wir da mit tun. Erinnert sich noch an den letzten Bandenabend. Wir haben ja von überall wen bei der Musi-Hucker, für die, was gesagt haben in Monseland, ein Bürgermeister, ein Tourismusdirektor, ein Reiker-Obmann, ein Gemeindearbeiter, Rechtsanwälte, ein Arzt, dem nicht nur die Frauen vertrauen, ja, und sogar ein Biobauern. Und sonst auch noch einen Haufen Männer, nicht Gauner. Und unser Bürgermeister, der Herr Kohl, hat gesagt, dass dies ein Spar Maßnahme für die Musi war. Und außerdem dürfen wir jetzt sowieso nicht mehr tun, was uns der Hausverstand sagt, weil er meint, das war eine Billa, eine Leidigung. Ja, wir Musikanten, wir haben es wirklich nicht leicht. Da dürfen wir überhaupt nichts und hinkommen da auch nirgends mehr. Einkaufen dürfen wir nur beim Spar. Das Konto müssen wir bei der Reiker haben. Und Urlaub, also Kurzurlaub, weil mehr kannst du eh nicht leisten bei uns, das müssen wir im Monseland machen. Oder wie habt ihr es geglaubt, dass unser Tourismusdirektor das zusammengebracht hat, dass die Nächtigungen gestiegen sind? Ah ja, und einzelne Kinder, die müssen die Schulmille von Naubauer trinken. Apropos Schulmille, da fällt mir was ein. Damit ihr das versteht, wie die haben, die verstehen nämlich wirklich keinen Spaß. Letztes Jahr, da haben sie mal eine längere, intensivere Vorstandssitzung gehabt. Und nächsten Tag in der Früh haben wir dann gleich eine Ausrückung gehabt. Und irgendwie waren sie halt nur ein wenig, ja, lob benannt, oder eigentlich waren sie noch ganz schön benannt. Und ich habe da so Dings mitgehabt, so wisst ihr, so ein Schachtel mit so Dings halt, so runde kleine, wisst ihr schon, ja, Tabletten halt, und habe gesagt, die sind super. Der Feierhaber Karl hat gleich zwei genommen. Ich meine, warte mal, den Beibockzähl, den habe ich noch irgendwo an Musik gemacht. Ja, genau, da ist er. Warte mal, da steht's. Irgendwo da steht's. Ja, da haben wir's. Nebenwirkungen. Als häufigste Nebenwirkung während der Behandlung treten Beschwerden im Bauchraum und Durchfall auf. Übelkeit und Erbrechen, Magengeschwüre mit, aber auch ohne Blutungen. Austrocknung des Körpers, Schwindel, Ohnmacht, aber auch Krämpfe im Bauchraum und den Druckanstieg bei der Stuhlentleerung. Die Häufigkeit dieser Beschwerden steigt mit der Tagesdosis. Das klingt logisch. Aber ich kann nichts dafür, dass der Feuerwehr Karl gleich zwei genommen hat. Dann was?
Defensionssyndrom. Kenne ich nicht. Das war aber auch schon wurscht. Haarausfall, Nagelwachstumsstörungen, Kopfschmerzen. Das ist ihnen gar nicht aufgefallen, weil das haben sie jetzt erst auch schon gehabt. Steigerung der Lichtempfindlichkeit der Haut, Jucken, Rötungen, blasiger Ausschlag. Durchfallartige, wässrige Stühle, die infolge Müdigkeit und Muskelschwäche bewirken. Das ist doch ein super Medikament, oder? Wenn du das nimmst, brauchst du nichts mehr, weil du hast schon alles. Aber irgendwie hat es einer nicht gar so taugt. Und zur Strafe habe ich das restliche Jahr nach jeder Probe und jeder Ausrückung 3 Bio-Bananenmilch von Aubauer trinken müssen. Das hat dann ungefähr die gleichen Nebenwirkungen gehabt. Nein. Drum, das müsst ihr verstehen, die verstehen keinen Spaß. Wir können diesmal wirklich nicht mit da. Es geht nicht, nein. Ja, was tun wir jetzt? Der Gust ist auch weg. Ich weiß nicht, ob der noch mal kommt heute. Was tun wir jetzt? Ich meine, eine Idee hätte ich. Wenn sie es wirklich nehmt, was verzieht und wir die da jetzt vielleicht einen Vorhang aufmachen, ja, das schaut gut aus. Wisst, weil damit wir überhaupt irgendwas mitkriegen, was die so aushecken das ganze Jahr, haben wir einer heimlich im Musizimmer, im Aufenthaltsraum eine Kamera installiert. Und das Video vom letzten, also von der letzten Vorstandssitzung, das hätte ich mit. Und meine Fernbedienung auch. Ich mache das zeige ich jetzt, weil dann versteht ihr das, wieso wir einfach nicht dabei haben diesmal. Moment. Und los geht's. Es ist kaum zu glauben, aber oh, schon wieder sind nochmal 2 ganze Jahre. Was jammert es denn wegen die 2 Jahre? Hast du Angst, dass der Ausgänger noch mehr war? Na geh, dass du gar so auf der Leitung stehst. Er hat doch Angst vorm Organisieren, vor schon wieder so einem großen Musifest. Na geh, das kennt sich ja gar nicht aus. Der bunte Abend, das wird ein Graus. Ich kenne ja meine Musiker. Denen fällt ja wieder so viel ein. Ich lasse das mitten oben sein. Wenn ich da dran denke, wird mir ganz Angst und Bang. Wenn die verzeihen, was wir zu manchen wieder alles draht haben. Als Bürgermeister, da geht's einem nicht viel anders. Weißt, die wissen ja sogar, wenn einer ein wenig lauter schreist. Ja, aber wieso dort sind denn gar so ranten? Wir haben doch eh lauter brave Musikanten. Brav? Die sind vielleicht beim Schlafen im Bett. Aber wenn sie munter sind, fällt ihnen alles Mögliche ein. Das finde ich gar nicht nett. Ach was? Gemacht haben wir die letzten Jahre gute Sachen gerade. Zum Beispiel wird manche jetzt ein Museum statt. Ein Museum für die Heimat, ein Museum fürs Rauchhaus, ein Museum für die Lokalbahn, ein Museum für die Bauern, ein Museum für Fallbauer. Und jetzt werden wir auch noch über die Kleinanzüge schlauer. Naja, aber so einen Haufen Museen kannst du halt auch gerade stehen hin, was sonst gibt nicht recht viel. Das Einzige, was mir macht Verdruss, ist für die Museen, da wir haben keinen Gleisanschluss. Und der Skaterplatz, der hat da sowieso müssen weg. Der war da ein sehr, da ein echter Schamfleck. Also das kann man auch sagen, wie man will. Für die Jugend da mein Mann sei ja nicht gerade zu viel. Geh, die sollen da Instrumente lernen.
Und ein Musikant werden. Aber ein Kräner. Und wem's nicht passt, der soll jetzt skaten gehen, auf zum Buchschattner. Die Kompostrampen und Mühlberg fahren's da wohl ja. Und das Beste dran, und das ist nicht gelungen, die Gefraster haben's dann in Tiefgrab um. Und können's dann merken mit ihren weiten Mantel. Und ich mach dort auf ein Schwimmelstantl. Ja, und so, wie man von den Museen nicht haben kann, zu viel, ist auch bei den Christkindln wirkt. So sieht es ich. Weil für den Marktplatz und am Hilfberg um, da haben uns die Leute jetzt schon recht loben. Es war ja schade, wenn man die Seewiesen dort nutzen, gerade einmal im Jahr. Das ist eine Verschwendung. Das kennt unser Tourismusdirektor sogar. Ja, um so einen Weihnachtsmarkt, da hab ich eh schon früher geplant. Wieso soll man nach dem Seefest überhaupt mit dem Zusammenraumen anfangen? Da stehen dann eh schon die Seefischstangl. Braucht man gerade aufhängen, großer Taxen, Kugeln und rote Bandel. 2013 wird das wundervoll. Christkindlmarkt ab August, das wird toll. Und im Gemeinderat hol ich dann auch nicht mehr das Duell wegen der Finanzierung von deinem Nostalgie-Karussell. Anziehen wird das Leid an Haufen. Und ich kann dort mein Schulmilch verkaufen. Naja, irgendwo habt ihr recht. Unsere Ideen sind nicht schlecht. Aber du weißt eh, dass unsere Musikanten das trotzdem schaffen, dass uns machen ganz zum Ofen. Da fällt mir ein, was sie sicher nicht dürfen erfahren, dass sie auch was tut bei mir daheim. Weil, was ich sicher kein Musiker nicht von C, ist das, dass ich nicht mehr Herz mit E. Weil was das kostet, das ist eine Wahnsinnheit. Die E-Preise, die sind keine Freude. Ich hab beschlossen, ich heiz jetzt mit Holz. Das ist billig und warm und meiner Traude gefällt. Aber Kali, da brauchst du ja eine Menge Baum. Ein Wald, den hast du ja nicht daheim. Weißt du jetzt, redest du von den Baum? Wo die angeschnittenen von der Seewiesen und vom Medigolfplatz hingekommen sind. Ja, das darf wirklich keiner nicht erfahren. Aber ohne den Holz war ich schon längst erfroren. Ja, aber zum Schweigen bringen kannst die Musiker wegen denen nicht. Da ist der Einfluss noch nicht ganz so konkret. Alles Mögliche ist die letzten Jahre da in Mansing geschehen. War nicht gut, wenn es die Leute davon. Die sehen alles so ein. Okay, da macht er keine Sorgen. Was man einen Einfluss nicht hat, den muss man sich bohren. Ist deshalb Anfang von dem Jahr eine Regierungskonferenz in Mansing gewesen? Ich hab gehört, da haben sie einen Haufen wichtiger Leute daher begeben. Der Büringer, die Fechter, der Spiegelschlecker, alles mit Rang und Namen war grad da. Und als Wichtigster unser Birli Otto A. Die werden jetzt schon helfen, wenn es um die Einflussnahme von unseren Musikern geht, weil die wissen, wie das ist, wenn an das Wasser bis zum Hals aufsteht. Aber du Kali,
Ich meine, du hast da einen ganz wichtigen zum Bescheid sagen vergessen. Ja, mir? Das Treffen war ja auch einmal das Geschäft für mich und meine Mille gewesen. Na, geh. Ich meine da ganz wen anderen. Der ist bei uns auch weit und gut bekannt. Unserem Pfarrer. Ah. Weil sie brauchen ja einen neuen Finanzlandesrat im Salzburger Land. Jo, da war der Ernstl der richtige Mann, weil er Marie beschaffen kann. Das hat er bewiesen früher schon. Aber ich meine, er kann uns auch noch jetzt weit besser noch wie Joder Mirz. Naja, oft konnten ja unsere Musikanten heuer mal den Witz nicht über uns, sondern über die anderen machen. Da kriegen sie auch sicher den einen oder anderen Lacher. Da fällt mir was ein. Da geht es um eine Straße, die Skistockgassen haben es umbenannt in Sockgassen. Ja, und weißt du warum? Weil die Straßen sollte halt werden nach dem benannt, der da um die meisten Häuser hat bei der Hand. Aber dann müsst ihr ja alle Sock. Gossen heißen. Stimmt. Ja, ich weiß auch nicht, ob das ist so eine gute Idee. Aber meint, bringt es was, wenn ich dort mit der Schwimmstandl stehe? Ja, wenn das alles unsere Musiker dann verziehen, kann man es allesamt miteinander gleich freiwillig an den Pranger stellen. Drum, der Vorstandsbeschluss ist eh klar. Es gibt ein Auftrittsverbot für Busi am Bombenabend dieses Jahr. Ja. So, auf den Beschluss gehen wir jetzt was dringen. Herr Schwimmig, ich konnte den gar nicht bringen. Hey! Joghurt König von Lorenz. Sei einmal stark. Ich hab von dem Willi gesaffert, den ganzen Aufnacht eh schon blöd. Nein, wir gehen schon zu einem guten Wirt. Wenn uns der nicht die Tür vor der Nase zuspürt. Ist ja gar nicht so leicht, einen passenden Wirten zu finden. Schon gar nicht bei uns in Hinnerschwan hinten. Mit der Dachsbrücken hat gesperrt das letzte Wirtshaus zu. Weil der Wirt in der Wangau, der will eh meistens haben, sei heilige Ruhe. Aber ein neuer Wirt hat doch aufgesperrt bei der Autobahn um. Der wird da auch für uns was zum Trinken haben. Der Schachtelwirt. Der macht die geschlossenen Wirtshäuser sicher wieder wett. Und bei dem Frost werden die Mansi ja schön rund und fett. Ein Geld sparen können wir da auch noch ganz gut. Aber Campzeiteln lassen wir es für heute. Hauen wir drauf an Hut. Und stopp. Ja, ich mein, ich hab's genug gesehen. Und wir hoffen, ihr versteht das jetzt. Es geht einfach nicht diesmal. Vielleicht in 2 Jahren, wir wissen es nicht ganz genau, aber diesmal, es geht halt einfach nicht. Ja, die Bürgermusikkapelle Monse wünscht euch halt dann trotzdem einen schönen Bombenabend 2013 ohne der Bürgermusikkapelle Monse. Pfiat euch!